Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Zusammenkunft des Vorstandes der Partei Die Linke mit dem geschäftsführenden Bundesvorstand des DGB, des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wir haben uns zu einem Erfahrungsaustausch zusammengesetzt und auch Möglichkeiten der Fortsetzung der durchaus guten Kooperation der letzten Jahre zu identifizieren und sind dabei übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass eines der größten Herausforderungen für uns in den nächsten Jahren darin liegen wird, wie gelingt es wirksam, Rechtspopulismus, Rechtsnationalismus in diesem Land deutlich zurückzudrängen, in die Schranken zu verweisen. Und dieses gelingt am besten durch eine progressive Politik, die den Menschen dient. Das fängt an, dass wir die Arbeit der Zukunft gestalten wollen, dass wir endlich aufhören müssen, uns den Luxus zu gönnen, den größten Niedriglohnsektor in Europa, in Deutschland zu haben. Hier haben wir ganz viele Übereinstimmungen, auch wie wir die Bekämpfung des Niedriglohnsektors, beispielsweise Ausweitung der Tarifbindung, bitteschön keine weitere Bevorzugung von Midijobs, das ist irreführend, das sind Fehlanreize für den Arbeitsmarkt, aber auch Investitionsfelder, die auf der Straße liegen, ob das im Bereich Bauen für den sozialen Wohnungsbau ist, ob das im Bereich Bildung, im Bereich Infrastruktur, im Bereich Pflege ist. All dieses sind Handlungsfelder, die letztendlich dazu beitragen, den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft nach vorne zu bringen. Und last not least trägt uns die gemeinsame Sorge über die Zukunft Europas. Europas ist uns allen viel zu wichtig, als dass es scheitern darf in den nächsten Monaten. Auch da haben wir viel Übereinstimmung festgestellt. Natürlich gibt es auch Differenzen, das liegt in der Natur der Sache, dass wir zurzeit als DGB nicht ganz so kritisch auf die Verhandlungen schauen, sondern durchaus im Sondierungspapier zwischen der Union und der SPD Anknüpfungspunkte sehen für eine mögliche Regierung, ist klar. Aber insgesamt sind wir auch uns darüber im Klaren, ich glaube, das kann ich so sagen, dass wir Verhältnisse brauchen im Land, die den sozialen Zusammenhalt stärken, dass auch die, die an dieser Gesellschaft erheblichen Reichtum produzieren, diesen Reichtum auch zur Finanzierung des Gemeinwohls herangezogen werden müssen. Stichwort progressives Steuerkonzept. All dieses sind Punkte, wo wir in der Debatte sind. Nicht in Übereinstimmung in allen Details, aber in der Richtung, glaube ich, haben wir ganz klare Orientierungen. Ja. Vielen Dank, darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch in angenehmer Diskussionsatmosphäre. Es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass wir die Ergebnisse der Großen Koalition deutlich kritischer bewerten. Es gibt einen Konsens darüber, dass natürlich die Regulierung am Arbeitsmarkt ein zentrales Thema für die Zukunft ist. Wir müssen die Tarifbindung erhöhen. Wir brauchen dringend mehr Kräfte in der Pflege. Der Pflegenotstand rückt langsam ins öffentliche Bewusstsein. Wir müssen aus dem Niedriglohnbereich rauskommen. Wir müssen soziale Arbeit aufwerten. Dort gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten. Und wir wissen alle, dass es ohne politische Regulierung nicht geht. Die Gewerkschaften müssen von der Politik unterstützt werden, wieder für die Mehrheit der Beschäftigten Tarifverträge abschließen zu können. Sie müssen darin unterstützt werden, dass die Bedeutung der Beschäftigten eine größere Rolle spielt in unserer Wirtschaft und die Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte und Personalräte, Mitarbeitervertretungen müssen erhöht werden. Sie sind längst nicht auf dem Stand der Zeit. Wir sind uns auch sehr einig darüber, dass wir Investitionen freimachen müssen für Bildung, Erziehung, Gesundheit, Pflege, öffentliche Infrastruktur. Das wird ohne Umverteilung von Reichtum und Vermögen nicht gehen. Dadurch eine große Aufgabe für die nächsten Jahre, dass der gemeinsam erwirtschaftete Reichtum gerecht in der Gesellschaft verteilt wird. Wir sind uns auch völlig darüber einig, dass das Aufkommen einer starken Rechtsentwicklung, rassistischer, nationalistischer Tendenzen keine vorübergehende Erscheinung sein wird. Dass wir jetzt gerade erleben, dass die AfD mit ganz nationalistischen Positionen in die Betriebe geht und versucht, Betriebsratswahlen mit zu beeinflussen, und zwar genau auf ihrem Territorium, nämlich zu sagen, wir spielen praktisch Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge und Bio-Deutsche gegeneinander aus. Genau das gegenteilige Verständnis von gewerkschaftlicher Politik, die ja eine große Integrationsleistung
in den letzten Jahrzehnten geleistet hat in den Betrieben, in dem genau die Menschen mit Migrationshintergrund einbezogen wurden, auch in die Organisierung der Gewerkschaften. Da müssen wir gemeinsam dagegenhalten. Dazu gehört natürlich auch das Auseinandergehen der sozialen Spaltung ein Nährboden für die Rechten ist. Beides müssen wir zusammen bekämpfen. Zu den Gemeinsamkeiten gehören die Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung. Aneignungskämpfe um Zeit haben ja eine lange linke und gewerkschaftliche Tradition. Und da muss man an ganz verschiedenen Stellen tätig werden, zumal ja die aktuelle Erwerbsarbeitswirklichkeit stark geprägt ist von der Zunahme von untypischen Arbeitszeiten. Der Feierabend wird aufgeweicht, Wochenendarbeitszeiten nehmen zu, unbezahlte Überstunden nehmen zu und infolgedessen auch stressbedingte Erkrankungen. Und aktuell gibt es ja konkrete tarifpolitische Auseinandersetzungen um Arbeitszeitverkürzungen. Die haben wir nochmal zum Ausdruck gebracht, dass wir das gerne solidarisch unterstützen und natürlich dann auch auf unseren Feldern, sei es dann über die Arbeitszeitgesetze im Bundes, Druck machen generell für Arbeitszeitverkürzung, immer mit dem Ziel, dass am Ende es auch darum geht, die vorhandenen Tätigkeiten gerechter zu verteilen. Eine weitere Gemeinsamkeit, und das war sehr deutlich, nicht nur zwischen uns in der Spitze, sondern gerade auch in den lokalen Aktivitäten vor Ort in Bündnissen, sind halt die Kämpfe gegen Rassismus ein klares Flagge zeigen hier für ein gesellschaftliches Miteinander. Und das war sehr schön zu sehen, dass es da bereits eine gemeinsame Praxis gibt und gemeinsam geteilte Werte in dieser Frage.